Ahoi Leute, willkommen zu einem neuen Part vom MMM-Projekt. Komm mit, Schaf. Was ist, wenn das Schaf im Weg steht? Ja, ich auch. Und wir machen einfach ist eine weiter, wo wir Leine? gerade Guck mal, aufgehört. Schaf, hier ist das eine Leine? Nee. Du leinst es erstmal an, Alter. Will ich meine Leine wieder haben? Hab ich die? Ja, du hast sie gerade aufgesammelt. Immer wenn man Rechtsklick wieder drückt, dann wird die automatisch gedroppt. Der Schaf steht da schon wieder. Nein, böse Schaf. Runter von der Druckplatte. Egal. So, also, Es wird Nacht. Es ist 15 Uhr. Okay, um 15 Uhr setzt die Musik ein. Wusste ich auch noch nicht. Ja, also, was habe ich im letzten Part gemacht? Keine Nichts. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Jörg in die Mine, weil der hat da Lava gefunden und die brauchen wir. Genau, du gehst zu Jörg in die Mine. Ganz unten ist das, oder? Und wo dann lag? Wenn ich das wüsste. Er steht da rum und guckt auf dem Schild, ich gehe einfach den Weg hier lang. Ist er vielleicht AFK? Wir haben jetzt ohne ihn angefangen? Wahrscheinlich. nicht weiter graben, Lava. Nein, okay. Okay. Alles voll mit Lava, also gut wie gar nichts. Also am Anfang ist hier auf jeden Fall nur ein kleiner Lava-Spot, den ich erstmal zu Obsidian machen. Wir brauchen hier Lava, um einen Daylight-Sensor zu bauen. Lava? Ja, weil wir Netherwarzen dafür brauchen. Ich habe gerade noch ein Stück Obsidian aus der Lava gerettet. Gemacht. Und ich habe jetzt endlich langsam dieses Haus mal fertig. Denn nicht. Unser Held. Das war nicht so leicht, wie es sich anhört. Okay. Obwohl aber, nein. Okay. Boah, was wollte ich jetzt noch wissen? Ach stimmt, ich wollte noch einen Kompass bauen, egal, das kann ich später noch machen. 6 Obsidian haben wir, oder? Das heißt, wir brauchen mindestens noch. Ne, wir hatten 4. 6 brauchen wir noch. Das heißt, jetzt brauchen wir noch 4. Okay, da unter ist noch Lava natürlich. Oh, fuck, Alter, hat das gerade wehgetan. Ja, der Verzauberstisch kommt auch noch. Hat immer diese Leute mit Sonderwünschen. Ja, ich habe übrigens gerade die Crafting-Rezepte nebenbei offen. Nicht runterfallen. Baut man Wasser eigentlich immer noch langsamer ab? Ja. Ist das, wenn man nicht mehr aus so Wasser rauskommt, weil es sich einfach wegströmt? Ja. Oh, ich hasse das. Ich hasse Minecraft. Ja, kennst du noch. Mein Gott, jetzt lass mich doch raus, du Scheißwasser! Kennst du noch die buggige Version, wo man nicht in Wasser schwimmen konnte, nicht richtig? Wenn man mal runtergedrückt wurde oder so? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall eine Beta. Man konnte nicht richtig schwimmen. Und man musste zurückpatchen, wenn man aus einer Höhle wollte. Wollen wir einfach eine Minecart-Strecke eigentlich machen? Ja, irgendwann. Nether. Wie Nether? Nether lohnt die sich. Wieso? Weil man Nether sowieso schon todesschnell ist. Es ist übrigens gleich Nacht. Ihr habt da unten nur ein Bett, oder? Jo. Gut, dann kommt man bitte einer hoch. Oh, wir haben ja überall Fackeln, gleich. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, wo haben wir überall Fackeln? Überall. Ich habe das Feld ein bisschen ausgeleuchtet, damit nicht so viele Monster da spawnen. Ich muss noch einen Obsidian-Block abbauen, dann habe ich genug für das Nether-Portal. Okay. Ich bastel hier gerade eh noch im Haus rum. Wahrscheinlich kommen gleich Creeper und zerstören es einfach komplett so BAM! Und alle Lagerkisten sind im Arsch. Und dann kommt auch ein Creeper und BAM! Und dann sind alle unsere Sachen im Arsch. Und ich trinke jetzt eine, mache ich jetzt Werbung? Freddy, soll ich Werbung machen? Was für Werbung? Gute? Für mich? Für lecker. Nee. Okay, ich trinke jetzt etwas. Jörg baut gerade irgendwas ab. Wir müssen nicht ins Bett gehen. Komm Jörg, bitte schlafen. Jetzt. Die Mine gefällt mir, aber als was wollen wir denn Kirschi eigentlich einstufen, weil Jörg ist wohl der Minenarbeiter. Kirschi können wir als Minenunterarsch einsetzen. Also Jörg, du hast dann jemanden unter dir.
Mirko ist sozusagen der Obergärtner in der Mine dann. Wollen wir das wirklich in die Mine packen oder wollen wir es in den Geheimraum packen, das Netherportal? In der Mine, in den Geheimraum. Oh, das ist doch voll behindert, da müssen wir echt noch einen Geheimraum in die Mine bauen. Ja, aber hier oben hört sich scheiße an. Weißt doch, Netherportale sind so todeslaut. Ja, aber doch nicht da vorne im Geheimraum. Ich weiß ja nicht, wo du den Geheimraum hinzimmern willst, er ist ja geheim. Kennst ja meinen. Ja, den kennt jeder schon. Ach, den! Ja, es ist trotzdem, glaube ich, laut. Nein, du kannst doch gerne weiter in der Mine arbeiten, das machst du gut. Ja. Damit ich das Kirschi das schafft. Wir sollten nicht immer so gemein zu Kirschi sein. Nur manchmal. Also eigentlich immer. Ich bin nur ein bisschen angepisst, dass er immer noch nicht zu Hause ist, wobei er da ja nichts zu kann eigentlich. Ja. Oh, gerade heftigen Lag gehabt. Moment, ich brauche doch 3 Kompasse. Kompasse? Nein, Komparsen. Kompi, glaube ich. Ja, Komparsen ist ja irgendwas auf dem Schiff. Ja, wie war das da? Wie macht man denn einen? Ein Kompass? Acht Eisen und ein Dingens in der Mitte. Ein Redstone. Nein, 4 Eisen da drum und dann. Stimmt. Aber darum geht's gerade gar nicht. Warum denn? Ich wollte gerade wissen, wie man eine Map macht. Papier drumrum. Ja, einmal komplett um die Kompass. Ich wusste jetzt nicht, ob man das komplett macht. Wie macht man die Map nochmal größer, weil die ist des Todes klein? Drauf gucken, nach unten gucken. Nein, man muss da noch eine leere Karte drumlegen, oder? Keine Ahnung. Dann wird der Marschall vergrößert. Oder vielleicht einfach Papier nochmal drumrum legen. Sicher? Ja, ich glaube schon. Stimmt. Siehst du? Oh, ich bin so gut. Mach mal bitte 3 Karten auf Vergrößerungsradius 3. Ey, obwohl, ich weiß nicht, ob die größer wird. Nein, eigentlich nicht. Die wird kein Stück größer. Oder? Doch. Stimmt. Sieht nur so scheiße aus. Ich wollte jetzt nicht von außen eine Druckplatte haben, Freddy. Nee. Ich wollte nur von innen eine Druckplatte haben. Warum machst du draußen eine Druckplatte hin und innen einen Knopf? Hä, du hast gesagt, bist du behindert, du willst draußen kein Haar? Außen soll ein Knopf hin und drinnen eine Druckplatte, damit du von drinnen nach draußen schnell kommst und draußen gegen den Knopf drücken musst, weil sonst auch Tiere und so in das Dings kommen können. Was bist du für ein Mensch, dann sag mir das doch. Willst du unbedingt einen Creeper in der Dingens haben? Ja, vielleicht schon. Du hast Angst vor Creepern. Nein, ich habe keine Angst mehr, ich hab nur Respekt vor ihnen. Okay. Und ich hasse die Eisentüren in... Was freut dich jetzt? Dass ich keine Angst vor Creepern habe, dass ich nur Respekt vor ihnen habe. 27 kann ich neu mitmachen. Ich will die Karte. Ja, die ist noch nicht fertig. Man ist übrigens, glaube ich, vorwärts schneller als rückwärts. Sein? Karte 4. Okay, die ist groß. Was ist mit der hier? Moment. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Das vergrößert. Achso, dann muss ich die Karte 4 noch hier größer machen. Was meinst du mit. Ja, Creepers. Achso, okay. Anwaltscreeper-Skin, wenn ich bitten darf. Irgendwie klappt das nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und meine ist leer. Was? Was ich gerade getrunken habe, ist leer. Hä? Was ist denn los mit der Karte? Die ist der richtige Radius. Gib mal her. Hier, das ist deine. Meine hat den richtigen Radius, den ich wollte. Ja. Die hier ist winzig. Was? Hier, nimm dir noch eigenes Papier und nimm die andere leere Karte. Alter, was hast du mit der Karte gemacht? Was? Da ist ganz viel schon drauf gekundet. Ja, keine Ahnung, bei mir erkundet sich das automatisch gerade. Das ist ein Empty Paper. Hä? Empty Map, achso, okay. Map 4. Ja, stimmt, ich kann. Soll ich jetzt in den Geheimraum das Portal machen oder nicht? Nee, nicht so. Ich mach mir jetzt erstmal eine riesige Map. Wohin soll ich das Dings dann sonst bauen?
Weiß nicht. Wieso hast du den Dreckblock platziert? Map 9. Okay, die Map ist jetzt ein bisschen größer geworden. Aber nicht wirklich viel. Geh wieder rein. Hä? Das schaffst du heute wieder reingehen. Ja, wo soll ich das Portal platzieren? Sag mir einen Ort. Ja, mach's in deinen Geheimraum da. Nicht in die Mine? Mach's in der Mine ist noch Platz. Na, ich pack's einfach in die Mine. Okay, ich habe so eine recht große Karte. Da, wo es in die Mine geht. Ja, mach da einfach einen Geheimraum hin irgendwo. Irgendwo in der Mine. Warum soll ich einen scheiß Geheimraum bauen? Weiß nicht, wieso nicht? Ich mag Geheimsachen. Ja, da wollte ich jetzt auch gerade hinbauen. Kannst du mir ein Feuerzeug craften, Jan? Ja. Nenn mich Fischi. Mein Leid, Dr. Jan. Fick dich. Ja, ist so. Die Geräusche nerven nicht extrem. Wir haben keinen Flint. Wir haben Flint, der ist in der Verschiedenes über den Bausachen oder so. Oh, ja, Verschiedenes hier. Wusste ich nicht, dass du sowas gebaut hast. Ja, habe ich gerade nach der Aufnahme noch schnell gemacht. Okay. Ich habe ein Feuerzeug. Jetzt habe ich auch eins! Nein, Jörg, er kriegt jetzt mein Feuerzeug. Willst du was zu essen mitbringen? Ich habe noch Melonen dabei. Und Hähnchen. Danke. Ich habe übrigens noch in der Einaufnahme ein paar Hühnchen geschlachtet, weil wir einfach zu viele hatten. Ah, du bist denn der hat das schnell vorangemacht. Ja, aber dafür habe ich kein Feuerzeug mehr auf Tasche. YOLO. Gehst du schon durch? Jo. Wir sollten nur zu dritt in den Nether gehen. Hier sind Schafe. Brauchen wir eine extra Karte für den Nether? Ja, ne? Hä, kommen alle durch denselben Nether? Ja, wieso? Also jedes Netherportal geht an denselben Stuhl oder wie? Nein, das ist eigentlich nicht so. Weil wir sind gerade da, wo auch die anderen waren. Weil hier ist schon was gebaut oder ich komm grad durch. Gebaut, Jörg? Wow, wow, wow. Wenn ich aus dem Nether rauskomme, laggt das immer so extrem. Was kann man mit diesem silbernen Netherstein machen? Das ist nicht das, was... Das kann Jörg nicht gebaut haben, Alter. Hä? Hier ist noch ein Netherportal. Wo seid ihr rausgekommen? Ja, wie? Ich bin in einem Gang rausgekommen, da ist gleich noch ein Netherportal. Also hinter mir ist ein Netherportal und vor mir auch. Da bist ja, du. Ja, ich... Hey! Ja, das ist das Netherportal, wo wir rausgekommen sind. Guck mal, da hinten an dem Ende ist noch eins. Hier. Moment, mach ich mal den Pflaster schon wieder hin. Erste Hölle? Wo ist da eins? Hier! Achso, ja, jetzt. Gehen wir mal durch. Wenn wir jetzt bei denen rauskommen, mach ich mich tot. Jetzt kommt man in irgendeine Höhle raus. Das ist wahrscheinlich das, was... Wow! Jörg meinte. Alter, ich kann gerade alle Chunks dadurch sehen. Ich habe gerade alle Höhlen gesehen. Ich glaube, wir sollten hier nicht so viel rumlaufen. Wieso? Weiß nicht. Kommt man hier irgendwie raus? Zombie über uns. Kommt man hier irgendwie raus? Lass uns einfach mal hochgraben. Nein. Ich grab mich einfach mal. Geh wieder zurück. Mach das. Ich will einmal sehen, wo wir sind. Ich habe keinen Fackel mehr mit. Da kommt ein Creeper. Oh, mein PC lag gerade derbs, Alter. Okay, ich habe mich eingebaut. Hast du keine Fackeln? Nee. Ich auch nicht, ey. Ich sehe gar nichts. Ich stelle mal kurz die Brightness hoch. Nein, es ist nicht bei Music and Sound. Video Settings, Brightness, ist schon... Auch wenn man durch unser Portal geht, ich bin schon wieder in irgendeiner scheiß Höhle. Ich bin jetzt bei Jörg. Fuck, Alter! Ich glaube, der Nähter ist ein bisschen buggy. Wieder durchgehen, wo kommen wir dann hin? Kann sein, dass es nur ein Portal gibt. Jetzt bin ich wieder da, wo... Es kann sein, dass unser Portal kaputt ist, sozusagen. Dass es immer eine Position für die Portale gibt im Nether. Kann man das einstellen? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, schon in der Oberfläche.
Ja, ich bin in der Oberfläche, ich bin unter irgendeinem See. Oh Gott, ich bin Wo unter einem hast du dich riesigen Meer. hochgebaut? Ich bin unter einem riesigen Meer. Ach du Scheiße, Alter. Um mich rum Okay, ist nur da hast du Meer. dich hochgebaut. Ich baue mal ganz kurz einen Dreckblock. Also einen Dreckpenis sozusagen. Und dann baue ich eine kleine Plattform da drauf. Wir sind in irgendeinem Sumpf. Ich will mal kurz auf der Dings-Map gleich gucken, wo wir sind. Man sollte ja den Pimmel gleich sehen. In irgendeinem Meer. Ich kann mir auch einfach die Koordinaten kurz angucken. Okay. Kam wohl nicht mehr aus dem Nichts heraus, oder? Ich denke nicht. Jetzt bin ich wieder bei Jörg. Wahrscheinlich ist Wer war? unser Gebiet in einem da, wo nicht mehr der Nether ist. Da, wo es sozusagen zu Ende ist. Dass wir deshalb nicht mehr rauskommen. Ich habe gerade ein Avira-Störgeräusch gehabt. Jörg, wo bist du? Ich gehe einfach den Fackeln nach, okay? Immer Fackel nach. Alter, schreib nicht mal in Caps. Du musst uns ja nicht anschreien. Die Fackeln haben aufgehört. Bist du nach links oder nach rechts gegangen vom Portal aus? So, ich gucke jetzt mal kurz nach. Dafür beende ich kurz meine Aufnahme. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben jetzt rausgefunden, wo wir sind. Wir sind bei unseren Freunden. Von Game Chest. Und wir kommen nicht mehr nach Hause zurück, weil das Portal sozusagen im Nichts steht bei uns. Jo. Der Nähe ist halt ein bisschen buggy. Wollen Lieber wir gleich Herr noch King hier? Freddy, möchten Sie Krieg erklären, damit wir die Kisten griefen dürfen? Ach nee, die sind ja nicht on. Nein. Nein, Clown ist trotzdem scheiße. Aber wollen wir hier Holz ein bisschen mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. So Leute, der Timer hat gerade geklingelt bei mir. Der Fischi wird vielleicht noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ja. Aber ich beende jetzt meine Aufnahme. Aber bis dann, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss. Ja, ich bin bei denen am Strand. Ja, hier, die haben gefärbtes Glas schon. Ja, WTF? Wo denn? Das Haus, was aussieht wie eine Kiste. Ich weiß nicht, wo du bist. Am Ach, da. Strand. Ich sehe kein Haus. Ich glaube, jetzt kriege ich mich orientiert. Hier müsste gleich die Ich riesige freie schreibe immer, Fläche dass sein. wir auf deren Insel sind. Ja. Und dass wir nicht mehr zurückkommen durch den Nether. Frag ihn mal, was wir machen sollen. Und übrigens, da Freddy ein bisschen was aufgenommen hat von dem, was ich verpasst habe, und da ich was aufnehme von dem, was er verpasst, ist das hier alles nicht. Hier steht eine Hexe! Willst du mich verarschen? Dumme Hexe! Ganz böse Hexe! Aua! Schlampe! Sag ihm mal, dass ich ihre Ja. Hexe getötet habe, falls das ihre war. Warum sollte es deren Hexe Oh, sein? ich Ich bin kann gleich so tot, ich einfach bin nur gleich ein tot, ich bin gleich dummes. tot. Ich habe auch schon Hexe bei uns Ich bin getötet. gleich tot, ich bin gleich tot. Hast du was Wichtiges dabei? Ja, ziemlich viel. Hab mich gerade Boah, ich eingebaut. auch. Ich hab mich eingebaut. Ist genug zu essen? Ja, klar. Ich habe 5 Hähnchenschenkel mit 31 Melonen noch. Kurz Wo hochheben. seid ihr alle? Ich bin jetzt einfach in irgendeinem Dingel. Ich weiß. Hast du ihn angeschrieben? Yep, aber Hier. ja, Moment mal, ich muss mich kurz einbauen. Wo bist du? Hast du gerade ich? Hast du Ja, gerade zu mir du gesagt? bist gerade an mir vorbeigelaufen. Bist du denn? Zurück, 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 zurück. Jetzt links. Hier. Kann ich mit rein? Ich muss kurz schreiben. Ja, kannst du hier. Komm ran. Hier. Gerade hier. Wo bist du jetzt Wo? hingelaufen? Hier. Ich wollte unten reingehen. Das zu. Ich hoffe, dir ist jetzt klar, dass wir hier nicht mehr rauskommen, wenn einer nicht disconnected. Wir waren doch So. Ich beende drinne. jetzt auch meinen Part. Bis dann. Tschüss. Tschüss.